Hallo, ich bin Melli vom Partyversand und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Zimtsterne ganz schnell und einfach selber herstellen könnt. Draußen wird es jetzt so langsam ungemütlich und kalt und dunkel und da bietet sich das natürlich an, den Backofen anzuschmeißen und in dieser Vorweihnachtszeit jetzt endlich mit dem Keksebacken anzufangen. Ich zeige euch noch schnell, was ihr für eure Zimtsterne braucht und dann heißt es Ärmel hochkrempeln und los geht's. Echt jetzt? Mit Ärmel hochkrempeln? Mandelmehl, Eiweiß, Zimt, Zucker und für die Eiweißglasur etwas Royal Icing. Die genauen Rezeptangaben schreibe ich euch wie immer unter dieses Video. Ihr startet damit, euer Mandelmehl auf euer Backblech zu geben. Vorweg nochmal gesagt, ihr könnt natürlich auch gemahlene Haselnüsse oder gemahlene Mandeln nehmen. Das funktioniert auch. Ich nehme ganz gerne unser Mandelmehl, weil das sehr fein ist und einen sehr schönen Mandelgeschmack hat. Und die Zimtsterne schmecken dann nicht nur ganz doll nach Zimt, sondern haben auch ein ganz tolles Mandelaroma. Zunächst einmal nehmt ihr euer Mandelmehl und verteilt das Ganze gleichmäßig auf eurem Backblech. Das Mandelmehl wird nämlich einmal angeröstet. Ihr habt nachher diese schönen Röstaromen bei euch in den Zimtsternen drin. Und das schmeckt viel, viel besser, als wenn man das Mandelmehl so verarbeiten würde. Und dann wandert das Ganze bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 10 bis 15 Minuten in den Backofen. A few minutes later. So, meine Mandeln sind fertig geröstet. Ich habe die jetzt noch gut abkühlen lassen. Und jetzt wird das Ganze mit den restlichen Zutaten, also mit dem Zucker, mit dem Eiweiß und mit dem Zimt, in eine Rührschüssel gegeben und zu einem glatten Teig verarbeitet. Wenn euer Teig jetzt fertig ist, der sollte schön glatt sein, dann müsst ihr einmal die Konsistenz überprüfen. Und zwar ist das immer abhängig davon, wie die Konsistenz ist, einmal von den Mandeln oder den Haselnüssen, je nachdem, was ihr verwendet, weil das ja ein Naturprodukt ist und das zieht immer unterschiedlich viel Feuchtigkeit. Also der Teig, der sollte nicht zu klebrig, nicht zu trocken sein. Das ist ganz wichtig. Also so finde ich es ganz gut. Das ist nämlich ein Unterschied, ob ihr frisches Eiweiß verwendet oder so wie ich, Eiweißpulver. Ich mag das immer ein bisschen lieber, weil das pasteurisiert ist. Da gehe ich immer auf Nummer sicher. Und das ist auch ein Unterschied. Ich habe mal welche mit frischem Eiweiß gemacht und mit Eiweißpulver, wie die Konsistenz ist. Also so, vielleicht kann man das in der Kamera so gut sehen. So ist es gut. Damit das Ausstechen nachher auch wieder ein bisschen einfacher ist, drücke ich den ganzen Teig jetzt noch mal einmal ein bisschen platt, gebe das Ganze in Frischhaltefolie und lasse das so ungefähr für 30 Minuten im Kühlschrank noch mal schön ein bisschen kühlen. Und dann können wir weitermachen. Nach der Kühlzeit könnt ihr euren Teig nehmen. Ich habe mir hier jetzt mal so eine Backmatte bereitgelegt, weil dann klebt das nicht so doll, weil so ein bisschen klebrig ist er immer noch. Und ein bisschen Mandelmehl. Das streue ich mir auch noch mal über die Masse und ein bisschen über die Matte. Und jetzt sollte das Ganze so gleichmäßig ungefähr 0,8 bis 1 cm breit ausrollen. Und wer hat's gedacht? In unserem Shop findet ihr natürlich Ausrollstäbe, die 0,8 mm groß sind. Perfekt. Jetzt müssen wir noch schnell unsere Eiweißglasur fertig machen und ich mache das immer mit fertigem Royal Icing Pulver, weil ich halt nicht so gerne frisches Eiweiß verwende. Ihr könnt aber natürlich auch ganz frisches Eiweiß nehmen und dann Puderzucker. Ich schreibe euch alle Sachen unten in die Kommentare rein und dann könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr das gerne herstellen möchtet. Für eure Eiweißglasur müsst ihr einmal die Hälfte des Royal Icing Pulvers in ein hohes Rührgefäß geben. Dann gebt ihr das Wasser dazu und schlagt das Ganze mit einem elektrischen Handrührgerät einmal auf. Wenn sich alles aufgelöst hat, könnt ihr das restliche Pulver löffelweise zugeben und insgesamt ungefähr 5 Minuten aufschlagen, bis das Ganze glatt und cremig ist. Jetzt nehmt ihr euch eine lange Palette und streicht die Eiweißglasur einmal ganz glatt und dünn auf die Oberfläche von dem Teig auf. So, jetzt nehmt ihr euch so einen Zimtsterne-Ausstecher. Ich mache das nämlich immer mit dieser Methode.
Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Teig erst auszustechen, abzubacken und anschließend die Glasur aufzutragen. Dann wird die aber nicht so schön dünn und glatt. Also diese Methode ist eigentlich so, wie es der Konditor macht und die, wie ich finde, auch optisch am besten aussieht. Ihr müsst sie natürlich sehr platzsparend ausstechen, damit ihr nicht so viele Reste habt. Die Reste kann man zwar zusammenkneten, das Ganze wird aber irgendwann so süß, dass ich das nicht empfehlen würde. Ich steche mal einfach den Teig aus. Und die Reste, die übrig bleiben, die lasse ich mit abtrocknen und das sind dann die Probierreste. Zunächst einmal stellt ihr euch jetzt eine Schüssel mit Wasser bereit, euren Zimtsterne-Ausstecher und ein Handtuch. Und jetzt fangt ihr an, einmal den Zimtstern sauber am Rand auszustechen und legt das Ganze auf ein Backblech. Ich habe hier wieder unsere besondere Backmatte genommen, dann werden die anschließend schön knusprig. Und zwischendurch immer mal wieder in das Wasser tauchen und am Handtuch abtrocknen, damit das Ganze nicht so sehr an dem Zimtsterne-Ausstecher klebt. Denn die Zimtsterne, die müssen noch ein bisschen an der Luft trocknen. Ich lasse sie immer über Nacht stehen. Das sind so ungefähr 8 bis 12 Stunden. Und anschließend werden die nachher im Backofen noch mal einmal ganz kurz angeröstet bei hoher Temperatur und dann ist es nämlich so, dass sie von außen schön knusprig sind und von innen schön weich. Tomorrow. Nach der Trocknungszeit sind die Sterne schon hart und manche lassen die auch einfach 24 Stunden trocknen und dann kann man die essen. Ich mag das aber lieber, wenn die Außenkante schön knusprig ist und von innen weich, dann sind die Zimtsterne eigentlich perfekt. Und deswegen habe ich den Backofen jetzt schon vorgeheizt auf ungefähr 205 Grad Celsius. Das müsst ihr auch mal bei eurem Backofen ausprobieren, weil jetzt kommt wieder eine Challenge. Wenn es geht, soll diese Eiweißglasur, die da oben drauf ist, nämlich sich nicht bräunen. Das ist immer das Schwierige daran. Deswegen lasse ich die immer nur so 2-3 Minuten drin. Manche machen das auch länger. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren bei eurem Backofen. So, nach 2 Minuten sind die Sterne immer noch weiß, aber außen knusprig und innen weich. Und ich habe natürlich jetzt wieder die schwere Aufgabe, das wieder zu probieren. Ich weiß, es ist ein harter Job. Ja, perfekt. Schön knusprig von außen und weich von innen. Also super lecker. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in diese vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und beim selber genießen und beim Verschenken. Die Zimtsterne sind in einer Box aufbewahrt, auch lange haltbar. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Like da zu lassen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, gerne nochmal das Glöckchen abonnieren. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüssi.